Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Darin will ich euch zeigen, wie man bei einem ThinkPad Yoga in Windows 8.1 Clean Install durchführt. Das gibt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern ich gebe einfach ein paar allgemeine Tipps. Viel Spaß dabei! Das schwierigste Part dabei ist, sich eine Windows 8.1 ISO zu besorgen. Microsoft macht es einem echt nicht einfach. Wer ein bisschen Google weiß das. Man braucht einen Produktkey. Im Gerät ist einer in der Firmware integriert. Es gibt zwar Tools, die diese in der Firmware integrierte Windows Keys auslesen, aber das bringt hier nichts. Letzten Endes habe ich einen Windows 8 und einen Windows 8.1 Installer verwendet, den Windows 8 Installer gestartet, abgebrochen den Download und dann den Windows 8.1 Installer hinterher gestartet. Dies führt dazu, dass im Endeffekt die Windows 8.1 ISO runtergeladen wird. Wie gesagt, ihr braucht dazu einen Produktkey, der im Gerät gespeichert ist. Dieser funktioniert nicht. Ich hatte das Glück, dass ich noch ein Update-CD rumliegen hatte. Mit diesem Produktkey, der Update-CD von Windows 8, hat es dann funktioniert. Wenn ihr dann endlich eine Windows 8.1 ISO habt, könnt ihr die auf einen bootbaren USB-Stick oder aber ganz klassisch auf eine DVD brennen. Ich habe mich ganz klassisch für die DVD entschieden. Im Anschluss könnt ihr die Installation von Windows 8 starten, indem ihr einfach euer Bootmedium an den PC anschließt und diesen neu startet. Wie gesagt, ihr braucht dazu keinen Windows-Key, dieser ist in der Firmware integriert. Das Setup holt sich diesen Key automatisch während dem Setup aus dem BIOS. Während des Setups von Windows 8.1 müsst ihr eigentlich nicht viel beachten. Ich habe zunächst die automatischen Windows-Updates noch deaktiviert gelassen. WLAN-Treiber müsst ihr auch nicht vorher runterladen, diese bringt Windows 8.1 automatisch mit. Nachdem das Setup von Windows 8.1 abgeschlossen ist, habt ihr schon ein ziemlich zufriedenstellendes funktionierendes System. Ladet euch danach von der Lenovo Homepage das Lenovo System Update herunter und installiert dort fast alle Treiber. Was ich nicht installiert habe, war der Passwortmanager und Lenovo Quick Control. Ich persönlich finde diese beiden Programme unnötig. Die Installation dieser ganzen Treiber von der Lenovo Homepage dauert eine Weile, deshalb erstmal einen Kaffee trinken. Nachdem das Update-Programm von Lenovo seine Arbeit verrichtet hat, habe ich die Windows-Updates wieder auf automatisch gestellt. Im Anschluss daran habe ich erstmal gefühlt 100 Windows-Updates installieren lassen. Auch das dauert seine Weile. Es gibt übrigens zwei Dinge, die weder vom Windows-Update noch von der Lenovo System-Update installiert werden. Diese müsst ihr manuell über die ThinkPad Yoga Treiber-Seite von Lenovo.de herunterladen und installieren. Das ist zum einen mal ein Patch für die automatische Displayhelligkeit. Ohne diesen Patch verändert Windows gefühlt alle 10 Sekunden die Helligkeit von dem Display. Des Weiteren das Firmware-Update für den Digitizer. Ohne dieses Firmware-Update ist der Digitizer extrem ungenau und bei zugeklapptem Displaydeckel springt der Mauszeiger immer unten rechts in die Ecke, weil der Digitizer denkt, er hat eine Stiftberührung gesehen. Das ist extrem nervig. Also diese beiden Dinge noch manuell herunterladen und installieren. Kommen wir nun zu einem extrem wichtigen Hinweis, falls ihr eine SSD eingebaut habt, die nicht von Intel stammt. Ich habe eine Samsung SSD und bei der kam es immer wieder zu kurzen Aussetzern, bis hin zu einem verweigerten Windows-Start. Dabei musste ich immer mit einer Windows-CD die Windows-Start-Partition wiederherstellen. Fremdhersteller-SSDs vertragen sich extrem schlecht mit Intels LPM. Was ist LPM? LPM ist eigentlich eine Stromsparfunktion. Ausgeschrieben nennt sich das Link Power Management. Die müsst ihr ausschalten, falls ihr einen Dritthersteller-SSD verbaut habt und es zu Problemen kommt. Dazu ladet ihr euch von der Intel Homepage den Intel Rapid Storage Treiber runter und über diese Software lässt sich dann diese Funktion deaktivieren. Jetzt könnt ihr euer System nach Belieben einrichten und die restliche Software wie Office etc. pp. Installieren. Das war's auch schon. Ihr solltet jetzt keine unbekannten Geräte mehr im Gerätemanager haben und ein funktionierendes System vor euch haben. Was jetzt noch fehlt, ist die ganze Lenovo Zusatzsoftware. Diese findet ihr entweder im Windows 8 App Store oder aber auf der Lenovo Homepage. Ich verzichte ganz bewusst auf diese Software, weil der Sinn eines Clean Installs ist natürlich, diese ganze Software loszuwerden, um ein schnelles und effizientes System zu haben. Generell muss ich sagen, dass das ThinkPad Yoga relativ freundlich ist, was ein Clean Install angeht. Die Treiber gibt es alle im Internet. Ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen Tipp vermitteln.
Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.